Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 13. Juli. Mein Name ist Donald Giert, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Das hier ist der DAX Future seit Wochenbeginn. Und nennen Sie mich einen Zauderer, aber dem Frieden mag ich nicht wirklich trauen. Die gestrige Überschrift in unserer Morning Mail, kleines Minus, große Folgen, die hat sich mit dem gestrigen Mittwoch beantwortet. Kleines Minus in Form eines Intraday-Turnaround am Dienstag, gar keine Folgen. Beziehungsweise wenn, dann hat das bullische Lager dazu animiert, mal so richtig dagegen zu halten. Wobei, das hier war die Gegenwehr. Und das hier, da wurde es dann langsam ulkig. Wobei, der DAX zu diesem Zeitpunkt mehr stieg bis zum Handelsende in den USA, wo auch der DAX Future schloss, als die US-Börsen selber, obwohl der Grund für diese Rallye aus den USA kam, nämlich in Form einer Passage aus der Einführungsrede von Janet Yellen, der US-Notenbankchefin, vor dem Senats- und Kongressausschuss, vor dem sie halbjährlich Rede und Antwort zu stehen hat. Dort hat sie nämlich formuliert, dass das Normalniveau der Leitzinsen aufgrund der grundsätzlich anderen Gemengelage heutzutage gegenüber früheren Jahren nicht ein Normalniveau früherer Jahre wäre, sondern tiefer liegen dürfte. Und daraus implizierte man die Vermutung, dass, zumal sie andeutete, dass man dem Normalniveau schon relativ nahe gekommen sein könnte, dass die US-Leitzinsen nicht allzu weit weiter steigen würden. Man hat gleich mal ungefähr noch 4 kleine Erhöhungen um 0,25%, sprich 1% Anstieg, auf dann 2,25% herumgereicht. Und ja, das ist auch durchaus möglich. Daraus machte man die Folgerung, Aktien werden weiterlaufen müssen, weil die Zinsen am Anleihemarkt entsprechend niedrigerer Leitzinsen nie mehr das attraktive Niveau erreichen werden, das sie früher hatten. Das Problem dabei ist, und das wurde ignoriert, dass die wahrscheinlich niedrigere Ebene der Leitzinsen darauf basiert, dass auch das Wachstum und damit die Preissteigerung nicht mehr ein Niveau erreichen wird, wie es in früheren Jahrzehnten der Fall war. Und das ist sicherlich für die Aktien nicht so optimal, zumal die Gewinn- und Umsatzsteigerungen in letzter Zeit gerade bei den großen US-Unternehmen ja nicht besonders erfreulich waren. Die Gewinne sind oft gestiegen, aber nicht selten wegen Aktienrückkäufen, und die Umsätze, die bröckeln bei vielen vor sich hin, sei es GE, IBM, Caterpillar und Konsorten. Die Aktien steigen aber trotzdem großenteils, und das ist ein Teil der rosa Brille, mit dem man momentan herumläuft. Man ignoriert einfach alle negativen Aspekte. So auch am Dienstagabend, als man hörte, dass der Führer der Republikaner im US-Senat vorhat, die Urlaubsphase im August zu streichen. Davon mal abgesehen, dass die Frage ist, ob er das auch durchbekommt, wurde einfach nicht gefragt, ja, wird dementsprechend irgendwas besser oder schneller über die Bühne gehen oder streitet man sich nur 4 Wochen länger? Man ging einfach davon aus, alles kommt schneller, mindestens 4 Wochen. Nächster Punkt, der gute Donald Trump Jr. mit seiner E-Mail. Das führte ja hier zu einem kräftigen Abverkauf am Dienstag. Dann wurden die Verluste blitzschnell wieder aufgeholt. Als Argument wurde herumgereicht, ja nun, es hat sich ja gezeigt, dass er nichts Verbotenes getan hat. Dass dahinter eine kriminelle Energie steckt, wie die Demokraten sagen, hat man einfach vom Tisch gewischt. Denn klar wurde ja gerade durch die Offenlegung dieses E-Mail-Verkehrs und dem vergeblichen Treffen, hätte diese russische Staatsanwältin belastendes Material gegen Hillary Clinton gehabt, dann hätte er es ja auch genommen. Und nebendran saß auch noch Jared Kushner, sprich Donald Trumps Schwiegersohn. Das wird der Untersuchungsausschuss zur Russland-Affäre ganz bestimmt nicht vergessen. Die Marktteilnehmer scheinbar schon. Der Grund für das Misstrauen liegt allerdings in einem anderen Aspekt. Denn wenn man schon mal durch die rosa Brille guckt, dann kann sowas wirklich Wochen, Monate weitergehen.
Wobei man zugeben muss, eigentlich geht es ja schon seit Monaten, nämlich eigentlich seit Anfang November, als man plötzlich der Meinung war, angeblich, dass Donald Trump ein Segen für die Wirtschaft sei, nachdem er die Wahl gewonnen hat, nachdem einen Tag vorher eigentlich noch alle dachten, wenn das passiert, dann geht die Welt unter. Nun ja, das Problem liegt einfach darin, dass bärische Akteure, respektive Anleger, die den Gedanken hegen, Positionen abzubauen, das nicht tun, solange die Dynamik nach oben noch einigermaßen was taugt. Denn solange besteht ja schließlich auch die Chance, dass die Kurse noch besser werden und man dann, wenn dem Bullen die Puste ausgeht, leichter Short gehen oder zu besseren Kursen aussteigen kann. Und das ist im Moment noch nicht gegeben. Auch wenn man sieht, dass der DAX nach diesem Sprung aufgrund dieser Passage in Janet Yellens Antrittsrede dann sukzessive im Verlauf des Nachmittags und Abends an Schwung verlor und unmittelbar vor dem Handelsende dann nochmal einen Tick nach unten machte. So betrachtet bewegt man sich hier auf dünnerem Eis, als man möglicherweise meinen könnte. Man kann hier auch allerdings nochmal diesen Chart aufziehen in eine etwas längerfristige Phase und dann sieht man schon, okay, die Bodenbildung hier, die sieht sehr, sehr gut aus. Diese Bullenfalle, der kurzfristige Ausbruch, der dann wieder abverkauft wurde, wurde sofort geheilt, indem der DAX am gestrigen Mittwoch den nächsten Anlauf startete und dann erfolgreich war. Man kann allerdings auch konstatieren, von 12.310 etwa auf 12.5 abgetragen nach oben sind wir bei 12.690. Das wäre das rechnerische Kursziel dieses kleinen ultrakurzfristigen Doppeltiefs. Und da waren wir ja gestern schon fast. Jetzt mal ein Blick auf den DAX auf Tagesbasis. Auch da wäre zumindest mal Vorsicht angebracht. Richtig ist, anstatt jetzt durch diesen Intraday-Turnaround des Dienstags nach unten abzurauschen, ging es in die Gegenrichtung. Zunächst mit gezielten Käufen, um diese kritische Situation seitens der bullischen Akteure zu heilen und dann eben mit dem Rückenwind der Yellen-Aussagen. Auch wenn die natürlich nur die USA betreffen und uns eigentlich egal sein könnten. Bemerkenswert in dem Zusammenhang war allerdings, dass eben die US-Börsen keineswegs so deutlich zulegten, wie das beim DAX der Fall war. Der DAX gewann fast 200 Punkte oder 1,5%. Der Dow Jones legte 0,57% zu. Wieder ein Aspekt, wo man sagt, hoppla, vielleicht könnte man hier ein bisschen übertreiben. Deswegen nennen Sie mich ruhig einen Zauderer, aber das ist mir noch zu dünn, um jetzt zu sagen, die Chance-Risiko-Situation für einen Long-Trade wäre ausreichend. Wir sind an der 20-Tage-Linie vorbei, allerdings nur um 30 Punkte. Wir sind an diesem Zwischentief von Mitte Juni vorbei, allerdings nur um 5 Punkte. Und auch in der nachbörslichen Indikation hat der DAX nicht nennenswert zugelegt, weil er eben kurz vor Handelsende nochmal erstaunlicherweise zurückkam. Erstaunlich deswegen, weil normalerweise die Trader gucken, dass sie mit maximalem Momentum ins Handelsende gehen. Gewinnmitnahmen werden da eigentlich vermieden. Und so gesehen, auch wenn der Rücksetzer nicht groß war, war er doch etwas, wo man sagt, okay, das sollte man sich erstmal angucken. Zumal der MACD noch kein Kaufsignal generiert hat. Sicher, das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, aber es wäre natürlich nicht schlecht, wenn das gelingen würde. Und das würde gelingen, wenn der DAX heute weiter zulegt. Und das auf Schlusskursbasis. Die Chance, dass er anfänglich noch ein gutes Stück nach oben läuft, ist allemal da. Und das kann auch bedeuten, dass, wenn man auf der Long-Seite wieder einsteigen würde, dass man dann zu einem höheren Kurs rein muss. Aber man hätte dann wenigstens auch die Möglichkeit zu sagen, okay, dieser Kreuzwiderstand ist hinreichend deutlich überwunden, sodass man ihn als ganz engen Level für einen Stop-Loss benutzen kann. Dann hätte man hier die Möglichkeit, sich abzusichern. Nachdem dieser Break nach oben aber noch nicht signifikant ist, müsste man im Endeffekt eigentlich die untere Begrenzung des Februar-Trendkanals nehmen. Und wenn man schon dabei ist, weil das einfach nichts unbedingt Greifbares ist, muss man schon auf 12.3 runtergehen. Und das wäre mir persönlich jetzt einfach zu weit. Also lieber mal einen Tag abwarten. Vielleicht würde ja aus dieser Bärenfalle dann auf einmal auf der Gegenseite eine Bullenfalle. Der heutige Tag wird sicherlich interessant, zumal der Dow Jones einen neuen Verlaufsrekord zu Handelsbeginn hingelegt hat.
dann aber wieder mal nichts nachkam. Er schloss unter den alten Rekorden und das alte Hoch wurde auch nur um 20 Punkte überboten. Nur an der Nasdaq, da scheint man die rosa Brille ganz fest auf der Nase zu haben, denn da fehlt jetzt noch 2%, bis das alte Rekordhoch beim Nasdaq 100 wieder erreicht ist. Und das, obwohl diese Studie von Goldman Sachs vor gerade mal einem Monat sehr deutlich davor warnte, dass hier die Ertragslage und das Kursniveau insbesondere der wichtigsten, der größten Aktien nicht so recht zusammenpassen und das ein wenig an das Jahr 2000 erinnere. Das hat man ebenfalls so schnell wie möglich vom Tisch gewischt und tut so, als hätte Goldman Sachs vielleicht nur Spaß gemacht. Aber das ist eine Konstellation, die erinnert mich persönlich an 2000 und 2008. Andererseits allerdings ist das kein Argument, um Short zu gehen. Denn auch damals haben die Alarmglocken sehr, sehr lange geschrillt und jeder, der gewarnt hat, wurde einfach von denen, die da überzeugt waren, dass einem nichts mehr passieren kann, niedergebrüllt. Das hat sehr lange gedauert. Und dann, als es passierte, waren viele derer, die dann damals gewarnt haben, schon wieder ins bullische Lager gewechselt, weil sie einfach gedacht haben, okay, vielleicht haben die doch recht. Vorsicht allerdings ist trotzdem angebracht. Deswegen würde ich per heute früh noch keine Long-Position im DAX eingehen wollen. Wenn er weiter zulegen sollte, dann ja. Aber dagegen halten, weil irgendwann das dicke Ende kommt, das wäre auf jeden Fall gewagt. Da sollte man sich im Moment wirklich nur stur an die Charttechnik halten und nicht den Gedanken im Hinterkopf haben, was ganz bestimmt passieren muss. Denn auch wenn es irgendwann passieren wird, das böse Ende für Dow Jones und Nasdaq, aber auch für DAX und Eurostoxx, das könnte zwar kommen, aber vielleicht eben erst auf einem Niveau von 14.000 Punkten oder höher. Dementsprechend, für heute würden wir nochmal abwarten. Wenn der DAX weiter steigt, wäre ein Einstieg auf der Call-Seite mit einem kleinen Kapitaleinsatz zumindest denkbar. Soweit der Überblick über diesen höchst bullischen Mittwoch. Wollen wir mal gucken, was der DAX heute aufs Parkett legt. Dazu morgen früh in der nächsten Ausgabe des Inge Markets Morning Call mehr. Bis dahin, schönen Donnerstag und machen Sie es gut.